Bayern ist ein Spitzenförderprojekt für bayerische Rock- und Popmusiker. Das heißt, wir suchen Leute, die schon ein bisschen weiter sind, also die einen professionellen Weg einschlagen wollen, die schon was kennen, die schon ein bisschen Erfahrung haben und die wir halt noch weiterbringen können. Im Idealfall so weit, dass die einen Plattenvertrag kriegen oder einfach eine Zukunftsperspektive, eine Berufsperspektive in der Musik sehen. Jetzt gerade sind wir in Straubing und supporten gleich The Boss Hoss. Auch eine Sache, die ohne Bayern nicht passiert wäre. Vielen Dank dafür. Und ziemlich bald geht es dann weiter nach Hamburg, wo wir auf dem Reeperbahn-Festival spielen. Auch dank Bayern. Ja, großartige Geschichte. Also ich bin vom Niveau ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Teilnehmer schon so weit sind, was aber natürlich für uns, für Kai und mich ein riesen Vorteil ist, weil wir echt in die Vollen gehen können und ein bisschen mehr in die Tiefe und nicht eigentlich bloß in der Oberfläche rumkratzen. Von dem her, also es macht viel Spaß und wir kommen gut voran. Ich war schon in diversen Workshops, auch Vocal Coachings und so, und sind super informativ und super aufgebaut. Und es ist jedes Mal einfach ein ganzer Hieb, den man an Informationen mitkriegt, die man mitnehmen kann und einfach neue Sachen anpackt. Wenn du jetzt gewissen Bands, also Nachwuchsbands, jetzt Geld in die Hand drückst, man kann mit Geld auch viel falsch machen, sagen wir es mal so. Und beim professionellen Coaching eigentlich eher weniger. We need it. I mean, it's fantastic what you guys are doing. It's desperately needed to give the correct way forward for musicians to develop the proper way. There's a lot of coaching and teaching around the world that don't do things right because they just see it as a money-making thing. And there's not enough focus on the important fundamental things that a musician needs to get better. Bayern ist ein Förderprojekt, was ich immer wieder gerne erwähne, auch in anderen Bundesländern, um es als Best Practice auch sozusagen darauf hinzuweisen und zu sagen, guckt mal, was die in Bayern machen, weil ihr habt ja hier wirklich das toll aufgestellt. Es gibt die inhaltliche Förderung, es gibt die Förderung über den Konzertpool quasi, die Clubs werden gleichzeitig auch noch gefördert und ihr bringt die ganze Szene zusammen, um auch die bayerischen Künstler anzuschauen. Den Künstlern bringt es was, ihr bringt Dozenten zusammen, es gibt also sozusagen eine kreative Arbeit. Besser kann es eigentlich nicht gehen und ich glaube, wir werden gut aufgestellt in Deutschland, wenn wir noch mehr solcher Projekte auch in anderen Bundesländern hätten. Wenn man an Feinheiten arbeiten kann, wenn man an konkreten kleinen Beispielen arbeiten kann, wenn man einfach Leuten, die schon gut sind, so helfen kann, sie vielleicht noch ein kleines bisschen besser machen kann, das macht viel Spaß. I've got a problem. Ich glaube auch, dass man nur durch die Wissensvermittlung überhaupt als Band heutzutage eine Chance hat, was zu werden. Es gibt so viele Fallen, in die man tappen kann, mediale Fallen im Umgang mit Rechten, im Umgang mit der Produktion etc. etc., dass ich mich wundere, wie andere Bands überhaupt das werden ohne solche Coachings. Ja, ein Musiker muss heutzutage also vielschichtig aufgestellt sein, vielschichtiges Wissen haben. Nur Musik zu machen reicht nicht, leider. Und wir setzen da an, indem wir ihnen Coachings anbieten, in den verschiedenen Kategorien, was das Musikbusiness betrifft. Es geht los bei Wissen über GEMA, bei Vertragsrecht, bei Wissen über Musikperspektiven im Musikbusiness, bis hin zu Instrumentalcoachings, Vokalcoachings oder dass die Bands wirklich konkret auch mal ein Wochenende mit einem bekannten Produzenten an Songs arbeiten können und sehen, was steckt in meiner Musik eigentlich drin. Good morning, fella. Haven't seen you up for a while. Good morning, patience. I'm surprised that you give me a smile. My eyes are a little too slow.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für junge Künstler, frühzeitig zu erkennen, dass es in den meisten Fällen nicht ausreicht, gute Musik zu machen, sondern dass es wichtig ist, sich ganzheitlich Know-how anzueignen. Da arbeitet man nicht nur mit den Produzenten, sondern auch mit den anderen Bands zusammen und tauscht Songs aus und so. Und das, ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß und ist einfach ein sehr, sehr lustiges Wochenende, sehr zu empfehlen. Man nimmt viel mit und es dreht sich das ganze Wochenende eben um die für uns schönste Sache, Musik. Man kommt in Läden wie Kantine, Backstage München, wo es halt sonst fast unmöglich ist, als No-Name-Band reinzukommen. Dann lernt man in der Regel einen Booker oder irgendjemanden kennen. Wenn man sich sympathisch ist und so weiter, ein bisschen anstrengt, hat man dann den Kontakt und den Draht und man kommt halt immer wieder rein. Und das ist, ich finde, für uns einer der wichtigsten Punkte, dass wir über Bayonne eben wichtige Leute kennengelernt haben. Bayonne hat uns eine Tour mit den Söhnen Mannheims gefördert und es war ein sehr geiles Erlebnis. Ja, also wir waren, kamen super an, wir waren überrascht und hatten die Möglichkeit, vor richtig vielen Leuten zu spielen auf großen Bühnen. Und ja, haben ganz gut CDs verkauft. Mhm. Und auch die Kontakte, die wir da jetzt mitnehmen konnten, das hat sich also rundum gelohnt. Immer wieder, wenn man mit Leuten von außerhalb Bayerns redet, Leute, die auch im Bereich der deutschen Musikbranche einen Rang und Namen haben, die in der deutschen Ausbildung Rang und Namen haben, die sagen, Bayern kann froh sein, so ein Projekt zu haben. Bayern und die bayerischen Künstler profitieren von diesem Projekt, weil sie einfach mit hochqualifizierten, professionellen Dozenten entsprechend ihr Know-how stärken können, weil sie ihre Künstler, ihre Newcomer heranziehen können, weil sie diese Künstler auch entsprechend an die Branche heranführen können. Und aus dem Grunde beneiden uns viele andere Bundesländer um eben dieses Projekt. I'm going by. Taking my chances, I won't roll back.